Hallo und herzlich willkommen zu den irren Pokémon-Fakten, heute mit der zweiten Runde der Community-Fragerunde. Ja, gestern hatten wir Carpador und Dummiesel, heute geht es weiter mit Marshadow und Sneebel und Sneebuna. Ja, fangen wir gleich mal an. Marshadow, oder wie man es auch ausspricht, ist ein neues legendäres Pokémon aus der 7. Generation. Es basiert von seinem äußerlichen Aussehen her nach einem Geistwesen oder einem Schatten. Innerlich, laut augenscheinlichen Angucken des Sprites, würde ich jetzt schätzen, hat es eine Kerze in sich drin. Aber gut, der Ursprung. Warum ist das Viech so, wie es aussieht? Ganz einfach. Die Gestaltung kommt daher, weil sich Game Freak gedacht hat, wir nehmen eine hawaiianische Legende auf. Und zwar mit dem Nightmarcher oder auch Nachtwander. Das ist nämlich ein Geist eines toten Kriegers. Deswegen auch die Typenkombination von Geist und Kampf. Ja, und was macht ein Nightmarcher oder Nachtwander so besonders? Ganz einfach. Er existiert nur am Morgengrauen und in der Abenddämmerung. Und während er sich so durch seine Wanderung begibt, wird man auf ihn aufmerksam durch geisterhaften Gesang, Trommelschläge und rhythmisches Marschieren. Ja, die Legende besagt einerseits, man solle sich vor ihnen verstecken, weil sie sonst deine Seele mit in die Unterwelt reißen. Aber andererseits sagen auch die Legende aus, wenn man einem begegnet und ihm mit Respekt entgegenkommt, bringt er einem Glück. Ja, was mich jetzt natürlich ein bisschen murksch macht, ist der Pokédex-Eintrag, weil die besagen in Kurzform eigentlich, seine Existenz wurde großteils angezweifelt, weil es ja in den Schatten liegt und man dadurch nie sehen konnte. Dazu soll es feige und schwach sein, aber andererseits heißt es auch wiederum, es imitiert die Kräfte anderer und wird dadurch stärker als das Original, was jetzt ein Widerspruch ist. Und was auch interessant ist, ist, Marshadow kann sich in die Gefühle anderer Personen und Pokémon und deren Fähigkeiten hineinversetzen und sie kopieren, indem es nur in ihrem Schatten lebt. Ja, also ist das Viech so gesehen das Ditto der Schattenwelt. Ja, aber jetzt fangen wir mal auf eine andere Art und Weise an und zerpflücken mal Marshadow auf ein anderes Sinnbild hin. Ja, wenn Marshadow nämlich anfängt zu kämpfen, dann fängt es an zu leuchten. Also es ist so gesehen ein Son Goku für Arme. Und was haben wir noch? Ganz einfach. Die Geschichte passt überhaupt nicht dazu. Denn wenn es ein Krieger ist, der in der Nacht umherwandelt und stark sein soll und eigentlich auch Angst und furchterregend sein soll, warum soll das Ding dann feige sein? Es verfehlt schon wieder so die Legende. Also es schrappt dieses Mal so ein bisschen dran vorbei. Nicht so schlimm wie bei Dummiesel. Aber es ist doch schon ein bisschen sehr markant dran vorbeigeflogen. Also ganz ehrlich, Leute, auch die lieben Freunde von Game Freak, lasst die Thematik mit den Legenden, weil es bringt doch eh nichts. Seit den neuen Generationen, ihr schrappt dran vorbei. Ihr schafft das Thema nicht mal mehr. Ihr habt es immer wieder probiert und es ist ein Satz mit X. Aber gut, jetzt kommen wir mal zu zwei anderen Chaoten aus der Pokémon-Welt und das sind Sneebel und Sneebuna. Ja, die beiden basieren auf einem Kamaitachi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, denn dies ist ein japanischer Dämon oder auch Yokai genannt. Ein Kamaitachi jagt immer in einem Team und dies ist wie folgt. Es ist ein Dreierteam. Eins von diesen Viechern jagt hinter dem Opfer her und verwirrt es erstmal, täuscht es. Ein anderes rennt hinterher, verletzt es mit seiner Sichelklinge. Ja, mit einer Sichelklinge, Leute. Und das letzte kommt dann an und heilt das Opfer. Was ist so besonders an den Kamaitachi? Sie leben oben auf den Bergen und sie sorgen dafür, dass plötzliche Windböen auftreten. Deswegen werden sie auch als Winddämonen abgestempelt. Der Name von diesen netten Dämonen, Kamaitachi, besteht aus zwei Wörtern. Und zwar Kama, das ist für Japanisch, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, das Wort für Sichelwaffe. Und Itachi, das Wort für Wiesel. Ja, und jetzt kommen wir mal auf einen anderen Blickpunkt. Sneebuna und Sneebel sind nämlich in dem Sinne gesehen göttliche Wiesel, die die Lizenz gekriegt haben, andere zu töten in der Pokémon-Welt. Ja, denn was haben wir so Besonderes an den beiden? Richtig, der mythologische Hintergrund von den beiden passt mal richtig geil zusammen. Wenn man sich sämtliche Pokédex-Einträge mal so ein bisschen anguckt und sie überfliegt, fällt uns eins auf. Ja, es ist immer dasselbe. Sie jagen im Team, sie erlegen ihre Beute mit irgendwelchen sichelförmigen Klauen. Meine Güte, warum hat's bei den beiden geklappt? Marshadow ist voll in die Hose gegangen. Dummiesel ist erst richtig tief ins Klo gefallen. Ich weiß es nicht, warum es nur bei den beiden so geil geklappt hat. Und Sneebuna zeigt noch auffälliger seine Herkunft, weil ganz einfach, der Fächer, der auf seinem Kopf sitzt, soll den Wind und die Geschwindigkeit symbolisieren. Also dementsprechend das perfekte Gegenbild zu dem, was die anderen immer auflegen. Und seine schwarze Fellfärbung soll nochmal seine dämonischen Status verdeutlichen. Also das muss ich sagen, ist perfekt gemacht und auch super designt.
sein, aber was noch viel besser ist, sie sind nicht so schlimm wie die anderen Pfeifen aus meiner Perspektive. Also nichts gegen andere mythologische Tiere aus dieser ganzen Pokémon-Welt, aber die beiden haben es einfach mal richtig drauf. Ja, sie sind dem Ebenbild nicht hundertprozentig nachgesetzt, aber es ist ansatzweise perfekt. Also ich persönlich würde eher diese Sprites empfehlen, weil das wäre doch mal echt witzig, so ein Wiesel mit Clown an den Händen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann hinterlasst es in den Kommentaren. Soll ich andere Pokémon für euch in ihren Fakten mit reinnehmen, dann sagt es mir, schreibt es in die Kommentare, hinterlasst einen Link, abonniert mich und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schaltet den Kopf aus und schmeißt euer Hirn aus dem Fenster. In diesem Sinne sage ich, ciao!